Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Aktionär TV. Es ist Donnerstag, das heißt für Sie, der neue Aktionär ist fertiggestellt. Den möchten wir kurz vorstellen. Bei mir im Studio Andreas Deutsch und Sie sehen es schon, sehr martialisch. Hier vorne Trumps Trade War und das haben wir natürlich unter die Lupe genommen. Die möglichen Folgen, welche Branchen betroffen sein könnten, wer davon profitieren könnte. Allerdings ebenfalls, wir haben noch die 100% Formel von unseren Kollegen Dr. Dennis Riedel und Florian Söllner mit im Heft. Also eine Turnaround Formel. Und Thomas Gebert. Und Thomas Gebert. Nein, ich wollte gerade eigentlich okay. Spotify, IKG und Xiaomi wird es ausgesprochen. Also Xiaomi wird es geschrieben, Xiaomi wird es ausgesprochen. Das sind ja Unternehmen, die an die Börse wollen. Wir haben die unter die Lupe genommen, weil nicht alle dieser Unternehmen tatsächlich auch das Geld wert sind, zu dem sie vermutlich platziert werden. Ganz wichtig, Thomas Gebert hatten wir ja jetzt gerade schon erwähnt. Der hat nämlich ein Kaufsignal demnächst. Und das ist sehr, beachtlich, weil er war ja bisher eher bearish und jetzt wechselt er mal geschmeidig ins Bullenlager. Ja, und der Indikator ist natürlich von seiner subjektiven Einschätzung unabhängig. Also es sind ja diese vier Faktoren und er hat in der Vergangenheit, kann man sagen, immer sehr gut gelegen. Also das ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert, da oben in der Ecke nicht zu vergessen. Genau, zwei Seiten haben wir Thomas Geber dem Interview gewidmet. Du hast ja gesagt, es ist sehr gut geworden, sehr interessant geworden. Jetzt kommen wir zu einem anderen interessanten Thema. Vorsicht, Wortspiel. Buffet für Warren. Genau, was hat es damit auf sich? Ein Tee macht da schon sehr viel aus. Also, Buffett hat 116 Milliarden Cash zur Verfügung, würde er auch gerne investieren, aber er hat gesagt, im Moment ist die Börse einfach sehr teuer. Und er sucht jetzt und wir haben ihm da mal bei der Suche geholfen. Also wir haben mal geschrieben, wir hätten da ein paar leckere Kandidaten für ihn, die gut in sein Beuteschema reinpassen, also aus verschiedenen Branchen. Walt Disney zum Beispiel, den Top-Tip-Konservativ hier, würde auch sehr gut zu ihm passen, gerade auf dem aktuellen KGV-Niveau von 14, also wirklich sehr günstig zu haben. Und wir haben hier wieder unsere Gewinnmatrix, also diese Ratio, die zeigt, wir haben sie jetzt etwas länger gefahren, die Kursentwicklung zeigt die Gewinnentwicklung seit 1997, also seit genau 20 Jahren. Was passiert wäre, wenn man damals gekauft hätte und dann zu einem beliebigen Zeitpunkt. Wenn man in den verschiedenen Zeiträumen gekauft hätte. Also das ist eine Grafik, die über die Jahre geht, jedes Jahr einzeln betrachtet und auf der Achse hier links im Bild sieht man dann den Verkaufszeitpunkt. Und daraus ergibt sich dann ein Wert, das bedeutet hier, die Gewinnratio, die liegt bei 95%, also egal wann man gekauft hat, man hat eigentlich immer Gewinn gemacht mit Berkshire Hathaway, mit seiner Aktie. Wenn man lang genug an den Aktien festhält, denn das ist die Quintessenz, man muss es einen gewissen Zeitraum halten, man muss diese Aktien über längere Zeiträume halten, von heute auf morgen funktioniert das ganz selten. Also, tolle Story. Was könnte Buffett übernehmen? Genau. Wir haben ein paar Vorschläge unterbreitet mit sehr guten Aktien, von denen wir auch nochmal gesagt haben, Berkshire übrigens ist auch eine sehr gute Aktie, das darf man auch nicht vergessen. Und das ist unser konservativer Top-Tipp. Also, bei all dem, was wir ihm da andichten möchten, aber seine Aktie ist ebenfalls ganz großartig und ein absolut würdiger Top-Tipp. Also, hier nochmal das Cover. Das werden Sie am Kiosk finden, wenn Sie am Freitag dann in die Stadt gehen. Natürlich Leser, die uns abonniert haben, die haben das dann in ihrem Briefkasten. Ja. Ansonsten danke ich dir für deinen Besuch. Kein Problem. Ihnen wünsche ich noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.